Hallo, 30 Freunde. Heute übergeben wir die Sitzgarnitur von dem roten Cabrio an den Sattler. Und ich habe natürlich davor noch mal ein bisschen hin und her sortiert, um da möglichst sinnvolle Sachen auch rauszugeben. Bei der Rückbank war es recht einfach. Da ist ja hier das Polster in Ordnung und auch der Bezug soweit als Muster perfekt geeignet. Erst wollte ich dem Sattler sagen, er soll mir das alles wieder zurückgeben. Aber naja, die sind halt alle stark mitgenommen, die Bezüge. Also auch das Loch da oben ist natürlich nicht zu tolerieren. Das heißt, gerade so das Unterteil wäre hier noch brauchbar, aber auch mit einem kleinen Loch. Naja, vielleicht hast du es mir trotzdem wieder zurückgeben. Ich habe ja noch ein 320er Cabrio mit genau der Ausstattung. Kopfstützen ist auch, denke ich mal, soweit safe und auch die hinteren Verkleidungsteile sind soweit absolut in Ordnung. Bei den hinteren Rückenlehnen oder bei den Lehnen für die Vordersitze, da gibt es schon die ersten Probleme. Hier sind die Bautenzüge defekt. Ich habe die Defekten gleich mal rausgemacht, die hier drinne waren. Da könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, die Teilenummer, wenn es das überhaupt einzeln gibt, nämlich für dieses Stückchen Bautenzug, was dann hier runtergeht, was dann hier eingehangen wird. Das wäre natürlich cool. Ich habe sowas nur noch da für die Sitzteile vom Zweitürer und da sitzt ja der Hebel weiter oben. Das heißt, meine Bautenzüge, die ich gerade rumliegen habe, sind viel zu lang. Naja, wenn jemand die Teilnummer vom Cabrio zur Hand hat für diese etwas kürzeren Bautenzüge, dann wäre das hier schon mal nicht schlecht. Ansonsten habe ich hier halt die Wangen ausgetauscht gegen welche, die keine Beschädigung hatten. Hier waren ja einige mit Silikon verbessert. Dieses hintere Teil ist soweit perfekt. Das ist, glaube ich, die Fahrerseite. Genau, da gibt es nämlich auf der anderen Seite keinen Hebel. So, ansonsten das Rückenteil war auch in Ordnung. Bei den unteren Teilen muss ich auch ein bisschen nochmal schauen. Also ich glaube, da habe ich tatsächlich nur die beiden Wangen getauscht. Dann ist mir jetzt hier gerade beim Hinlegen aufgefallen, dass das Teil ja schon mal überkaschiert wurde mit Schaumstoff. Und von daher habe ich dann nochmal ein zweites Teil besorgt aus meiner Liste. So, ansonsten die Bezüge gucken wir uns gleich nochmal an. Ich höre gerade schon, jetzt wird hier der Stoff geliefert, der hier rauf soll. Könnt ihr mal ein bisschen vorpreschen. Am Ende soll das Ganze ungefähr so hier aussehen. Das heißt, wir werden in der Mitte Schikottostoff machen, außen schwarzes Kunstleder, kleine Ziernaht hier verbauen und dann passt es schon. So, dass wir unseren Besuch begrüßen hier. Hallo Herr Rose, was ist denn hier los? Guten Tag. Ich habe gehört, Sie suchen den besten Stoff, den Berlin zu bieten hat. Ja, genau, Da sag komme mal ich her. doch direkt mal zu Ihnen vorbeigeschossen, Herr Drömer. Für die Lieferung. Was denn du? Darf man gar nicht reingucken? Ja. Dass einer guckt. Ist ja voll viel und voll lang und groß. Ich wollte mir daraus eine Abdeckplane fürs Auto machen. Die ist 4 Meter mal 1 irgendwas. Das haben wir natürlich wieder im Flugzeug von Schönefeld, was das hier nervt, war. Im Hintergrund leicht zu hören, dieses dezente, brummende Geräusch. Das ist der gute mit dem Unterfütterten, der weiche, wenn du schon so drückst. Aha, das ist ja perfekt für die Mittelteile. Das ist, naja, ich sage jetzt nicht, welches Land den billigeren herstellt. Der ist dann nicht. Soll ich dir mal Messer holen? Oder? Der ist dann nicht unterfüttert. Und wenn du dann eine, da kannst du hier so einzeln abziehen, bis er sich, also bis du dann irgendwann an der Mitte bist, dann hast du hier einfach, warte, wie geht in die Sonne so, wa? Na, damit kann man auf jeden Fall was anfangen, würde ich ist sagen. Total erotisch, oder? Ja. Also ich finde das ist schon irgendwie geil. Und würdest du das auch jetzt so schräg verarbeiten, wie es hier original ist? Ich würde mir einfach mal ein Schikotto anschauen und dann genauso machen, wie es beim Schikotto ist. Auf jeden Das Fall. Ist original schräg. Was meinst du, so gerade runter? Naja, nee, ist Nee, Quatsch. gar kein Fall. Nee. Wird genauso schräg gemacht, Genauso. wie es hier ist. Das nehme ich gleich mit. Nee, das nimmst du nicht gleich mit. Das ist nur ein Fotobeispiel für den Sattler, dass er nachher weiß, was er hier Ja, ich quasi kann abliefern soll. Bilder machen. Wir gucken noch mal kurz weiter, was wir hier noch gemacht haben. Also ich habe hier noch die Bezüge dazu gepackt, die original dabei waren, auch völlig fertige. Weil hier aber Kunstleder dabei war, oder vielleicht sogar echtes Leder, keine Ahnung. Aus dem Zubehör habe ich lieber noch mal originale Bezüge für die Seitenwangen bei mir ausgebuddelt, die noch nicht so ganz tot sind, wo man vielleicht noch ein Muster abnehmen kann. Das sind dann jetzt halt auf die Seite, auf der linken Seite die Teile hier. Ansonsten neue Mittelteile auf jeden Fall als Muster noch zu gebrauchen. Und das sind irgendwelche Sachen, die so in den Sitz reinkommen. Und ich denke mal, damit kann der Sattler, glaube ich, ganz gut arbeiten. Vor allen Dingen hat er auch, ei, 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 100 Meter Stoff dann dabei. Aha. Das soll Also reichen, das heißt, das sind so 1,20 Meter mal 4 Meter oder was? So in die aber Richtung. ich wollte wirklich eine Abdeckplane fürs Auto machen, dafür war es dann zu wenig, weil die Seiten hätten nicht. Ja, da kannst du dann nur so als Designelement irgendwo mit einbauen. Nee, denn nicht. Denn nicht.
Ja, das ist ja schon mal richtig cool. Da kann man auf jeden Fall, ich hoffe, doch einige Ausstattungen daraus bauen, oder? Ja. Nicht bloß eine. Hast du voll den halluzinierenden Effekt, wenn du hier so mit der Kamera reingehst. Was ja, das kann schon so nüchtern sein, um dein Video jetzt zu schauen. Ja. Also, ich find's gut, dann haben wir das mit dem Stoff schon mal geklärt. Dann kann der Daniel heute Abend hier anreisen und den ganzen Kram mitnehmen. Ich habe heute Vormittag auch schon die zu lackierenden Teile zum Lackierer gebracht. Das heißt, ja, das können erstmal andere wieder für mich arbeiten. Wir kommen mal zu den Nähten, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Erstmal nochmal das Muster von diesem Stoff ist also nicht in 45 Grad hier eingearbeitet, sondern so in 60 Grad oder 30 Grad, je nachdem wie man es jetzt sieht. Also ist es nicht 45 Grad hier vom Winkel her. Und was natürlich wichtig ist, dass wir hier diese Nähte machen, wie es auch hier bei der Limo-Rückbank ist. Das heißt, ja, Quernähte. Weil der originale Stoff, den ich hier mitliefere für die Muster, der hat natürlich Längsnähte und das will niemand haben. Ja? Alle wollen Quernähte haben. Ich würde jetzt deshalb tatsächlich dem Sattler hier nochmal einen Unterteil von einem Kabel mitgeben, wo man das ja sehr gut erkennen kann, wie ich es gerne hätte. Das heißt, wir haben hier eine Naht, die auch nach unten weggespannt wird. Hier genau das gleiche. Und genau in der Mitte wäre dann nochmal eine Doppelnaht, die nicht gespannt wird, aber die einfach da ist, um das hier optisch entsprechend anzugleichen. Das heißt, Unterteil ist soweit safe. Bei Oberteil machen wir es ganz genauso. Auch hier wird quasi entsprechend hier eine Naht eingesetzt. Und dann habe ich hier schon mal angezeichnet, zwei weitere Nähte zur Zierde sind dann quasi nochmal in der Rückbank. Das war also auf gar keinen Fall irgendwelche Nähte in dieser Richtung haben. Das kann niemand gebrauchen. Dann haben wir hier nochmal die originale Schikotto-Türpappe. Auch hier ist der Winkel ungefähr so, wie die Armlehne ist. Und entsprechend wird dann hier das Innenteil auch bestofft, quasi hier außen Kunstleder, Innenstoff, sodass wir den Schikotto-Stoff hier auch hier wieder aufnehmen. Naja, und mehr als der Winkel ist ja auch, glaube ich, nicht relevant. Und durch den Griff ist das ja quasi vorgegeben. Und das Ding kann auch wieder gerne in Kunstleder, genau wie die Ablage da unten. Naja, bei den vorderen Sitzen ist auch klar, ne? Auch wieder die 60 Grad ungefähr einhalten, schräg nach unten links weg mit dem Muster. Die Türpappen nimmt der Daniel nochmal mit zum Nacharbeiten. Erstmal wäre die Frage, ob er mir jetzt dann doch vielleicht Cabrio-Türpappen draus bauen kann. Ich gebe ihm auch eine Cabrio-Türpappe mit, da hat er nochmal den Vergleich direkt, also hier ein bisschen mehr Material auftragen, dass wir quasi diesen Bereich hier oben abgedeckt bekommen. Ansonsten war bei der das Problem, dass hier der Nahtabstand zu breit war. Da hatten wir bei der Ausstattung vom Mike gesehen, wie das richtig aussieht, also ein bisschen engerer Abstand. Winkel ist ja auch klar. Und hier war das Problem, dass entsprechend dieser Rahmen hier auf der Fahrerseite der Abstand nicht gut passt. Hier geht das sogar. Na, und bei dem war jetzt auch noch das Phänomen, dass hier quasi unter dem Leder irgendwie noch ein bisschen Klebstoff mit eingearbeitet wurde. Das heißt, die Dinger kriege ich auch nochmal wieder und dann sind die nochmal leicht korrigiert an der Stelle. Achso, und hier auch noch eine wichtige Sache. Hier muss ja der Griff eingesetzt werden, eingeschoben werden. Und deshalb muss tatsächlich dieses Holz, was diesen Teil hier unterstützt oder die Basis ist, das Loch muss hier größer sein, sodass wir hier entsprechend unseren Clips eingeschoben kriegen, kann ich auch eigentlich einen mitgeben, hier eine Abdeckung, dann haben wir das auch gleich safe soweit. Das sind die Türpappen, die es bei dem Auto dazu gab. Also hier machen wir das Innenteil auch mit Schikotto-Stoff, Ausrichtung des Musters, genau entsprechend dieser Schräge hier. Ja, und sonst außen halt schwarzes Kunstleder, alles schwarz. Ich habe hier noch einen grauen Griff spendiert, weil der bei mir noch rumlag. Und mit schwarzen Griffen, die kann man überall einbauen. Grauen kannst du nicht überall einbauen, also dass ich einfach hier den grauen hier beziehen und dann passt das schon. Die hinteren Teile machen wir auch in Schikotto-Stoff, haben wir da einen schönen Kontrast dazu. Die Rückbank geben wir wahrscheinlich dem Sattler mit als Muster und auch als Erinnerung, dass wir auf gar keinen Fall Längsstreifen haben wollen, weil das ist so 325 M-Technik 1 Look so ein bisschen. Das können wir am Cabrio so nicht gebrauchen. Wir brauchen also die Nähte in jedem Fall quer, wie sich das gehört. Und Schikotto lassen wir mal liegen, dass wir uns das schon mal ein bisschen bildlich vorstellen können. Wir haben also keine 45 Grad von diesem Muster, sondern tatsächlich so 60 oder 30 Grad, je nachdem, wie man es jetzt hier sich hinstellt. Naja, und dann sehen wir diese Ausstattung irgendwann mal wieder, so in ein, zwei Monaten. Und dann sollte man mit dem Auto ja auch schon ein ganzes Stückchen weiter sein. Soweit die Lage. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.